Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Avorion. Ja, da hinten haben wir noch einen Kaufmann, der auch nicht so nett sein könnte. Da wollen wir mal gucken, ob wir dem nicht auch noch gerade mal erzählen, wer wir sind. Weil wir hatten ja letztes Mal den Kampf und der ist jetzt noch über, ne? Mal die Kanonen aus, nur die eine an. Schießt der? Ne, der schießt gar nicht, ne? Aber das ist halt ein Feind, ne? Was sollen wir da machen? Den werden wir jetzt aufs Korn nehmen, oder? Weil die anderen waren da ja auch und die kamen ja zusammen, ne? Glaube ich. Da ist auch ein Pirat. Piraten müssen angegriffen werden. So. Der ist auch manövrierungsunfähig, oder wie sehe ich das? Der schießt gar nicht. Kann der nicht? Will der nicht? Oh, jetzt schießt er. Ne, schießen tut er nicht. Er bewegt sich, sagen wir es mal so, ne? Jetzt haben wir ihn aber auf jeden Fall gleich richtig im Visier, ne? Machen wir erstmal hier die Antriebseinheit kaputt. Ist das überhaupt eine? Ne, das ist gar keine. Ich glaube, das da ist eine. Und das sind auch Antriebseinheiten, ne? Dann zerfällt das Schiff auch gleich schon in zwei Teile, wenn ich das da kaputt habe, ne? Tut sich jetzt gerade nicht so viel, ne? Würde ich sagen, ne? Mach mal. Lass mal hier reinschießen, das ist doch angenehmer. Glaube, der merkt das gar nicht, dass wir da sind, ne? Oder er ist unbewaffnet. Okay. Oh. Da oben kommt aber einer. Oh, da kommen mehrere. Lass mal gerade ein bisschen wegfliegen. Haben wir jetzt gar nicht gesehen, ne? Kriegen wir den schon? Nö. Ah, geht schon. Dann weiß der schon mal, dass wir da sind, ne? Ja, wir treffen immer noch. Entfernung ist gleich bleiben, beziehungsweise wir können auch immer wieder verschieben. Also alles gut. Die anderen kommen auch, glaube ich, gar nicht näher. Das ist doch mal ein schönes Ding, oder? Und der ist schon fast kaputt. So, jetzt schießt er mich. Jetzt muss ich weiter zurück. Dann sind wir zu weit weg. Kommen wir dran an, ne? Doch, da sind wir dran. Und er ist kaputt. Ne, den nehmen wir nicht. Nehmen wir den. Oder den. Ich glaube, der ist näher und der. Und die schießen beide, ne? Und wer ist das da unten? Das ist ein Pirat. Das sind Xotan. Aber wer das ist, ist mir eigentlich auch egal, weil die sind beide gegen mich.
So. Ja, die Reichweite ist schon ganz nett, ne? Da geht's auch richtig schön los. Treffer, Knaller, alles da. Und dauert auch nicht lange, dann ist er kaputt, oder? So, das war. Und dann haben wir da noch ein. Warte mal, dann nehmen wir erst dieses Bauteil damit. Nicht, dass wir das nachher nicht kriegen. So, und jetzt bist du dran. Genau. Kannst dich schon mal melden. Das ist eine gute Idee. Wir kümmern uns. Keine Sorge. Du wirst dir wahrscheinlich überlegen, ob du bleibst. So. Erzählen ist Pflicht, ne? Ja, so, da geht's noch ein bisschen mehr drauf jetzt. Hinter dem Asteroiden ist wohl auch noch einer, ne? Da ist auf jeden Fall so ein rotes Viereck, ne? Ich weiß nicht, ob ich den jetzt bewegungsunfähig da gerade geschossen habe. Der kommt nämlich gar nicht mehr näher dran, ne? Ah, ne, also schießen kann er noch. Und das war's. Da müssen wir mal gerade gucken, was hinter diesem Asteroiden ist. Das ist der Kaufmann, okay. Ah, der ist ja auch noch dran, ne? Aber lass uns mal gerade das Bauteil da holen. Das ist vielleicht nicht unwichtig. So, und dann der Piratenkaufmann. Was sagt denn F? Er hat mir nichts zu sagen, alles klar. Dann, wenn du nicht willst, dann ist das auch schön. Wollen wir mal schauen, ne? Ist das ein anderer wie eben, oder? Kann das sein, oder? Sieht er nur ein bisschen anders aus? Nee, das ist ein anderer. Ich glaube, der ist auch unbewaffnet, oder? So. Ich glaube, da ist das Herz des Schiffes, oder? Kann das sein? Glaube schon. Und der hat ja eine Reichweite, ne? Also hier ist der Kern des Schiffes, denke ich mal.
Schwierig zu beurteilen, ne? Wo sind denn hier irgendwelche Triebwerke? Sehe ich keins. Das ist das kleine hier, ne, ne? Muss ich aufpassen, dass er mir nicht umhaut, ne? So wie so ein Hebel. Gucken wir, den zwei Teile kriegen, oder? So, jetzt muss das ja mal kaputt gehen, ne? Ja, das dauert ewig, ne? Tja, so läuft's. Kriegen wir den kaputt oder nicht? Der ist ja schon halb angeschlagen. Okay, dann können wir weitermachen. Ich wollte gerade sagen, der hat einen riesigen Widerstand, ne? Also, ich jetzt nicht mitgerechnet, ne? Geht. Weiß nur nicht, ob er gleich, wenn ich das Teil durchgeschossen habe, ob er dann kaputt ist. Könnte aber sein, dass das so ist, ne? Was war das denn jetzt? Naja, irgendwas ist kaputt gegangen, ist aber nicht schlimm. Wir machen das jetzt hier ganz kaputt. Wie viel haben wir denn noch? Nicht mehr viel. So, noch nicht ganz, noch ein bisschen rüber, dann kann ich auch sehen. Wo ist denn jetzt die Stelle, die ich gerade kaputt schießen wollte? Hm? Da, ne? So, jetzt sehe ich auch den roten Balken, während ich schieße, ne? Die Beziehung ist gesunken. Oder verschlechtert sich. Soll so sein, ne? Oh. Ist das eine Kanone? Aber ich glaube, wir müssen mal gerade hier gucken. Schiff reparieren. Reparieren. Was ist das da unten? Ich glaube, wir sind gerade... Was ist der untere Balken? Das ist die Frage. Das ist das Feindschiff, ne, oder? Nee, weiß ich nicht. Hat das mit uns zu tun, da unten der Balken? Der wird langsam weniger, ne?
Ist unser Schiff jetzt gleich kaputt oder was? Machen wir gerade Sorgen. Sagt er hier. Schiff reparieren. Du wurdest vor kurzem beschädigt. Okay. Alles klar. 15 Sekunden. Müssen wir gerade abwarten. Jetzt sind wir wieder heile. Gut, noch aufgepasst, ne? Sonst wäre das fast losgegangen, ne? Oh, da kommen schon die nächsten. Naja, da müssen wir mal kurz wegfliegen, ne? Okay, dann würde ich aber sagen, die drei sind es, glaube ich, gewesen, oder? Die kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!